Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Frederik vom Harry-Kanal und ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Einschalten zu Armored Warfare. Ja, Chief Time Mark 5 ist gerade in der Garage. Hab nämlich gerade eine Aufnahme versucht, die ist total schief gegangen. Schief gegangen in diesem Sinne, dass, dass ich mich da ziemlich stark über meine Mitspieler aufgeregt habe. Wir waren zwar in einer Mission Schwierigkeitsgrad schwer, aber die Sache war auch, ich war der einzige Kampfpanzer und habe mich dann ziemlich stark über meine Verbündeten, die eigentlich aus Leichtpanzer und Schützenpanzer bestand, aufgeregt, weil die ja mich ziemlich stark im Stich gelassen haben, obwohl die auch ziemlich nah waren an mir, ne? Also die hätten schon helfen können, haben es aber nicht gemacht eben, ne? Und darüber habe ich mich ziemlich stark aufgeregt, was bei mir in letzter Zeit auch sehr schnell passieren kann, dass ich mich auch eben aufrege. So, wir fahren heute mit dem, warte mal, wer hat mehr Prozente? Ja, mit dem Begleitpanzer 57er. Gucke noch ein paar. Okay. Jetzt habe ich. Könnte ich jetzt machen, mache ich aber nicht. Also könnte ich jetzt auf Erforschen gehen, weil ich diese 4064 für den Leo 2 spare. Der noch, da zeige ich euch, ein bisschen lange braucht, um den letzten und besten Motor, den er hat, zu bekommen. Er wird dadurch nicht schneller, aber er wird, seine Wanne schwenkt sich schneller und er kommt schneller auf 32 km/h zum Beispiel in 6,7 Sekunden. Das sind 0,3 Sekunden schneller als der vorige. Ja, also für euch wird gespart. So, Begleitpanzer 57. Schwierigkeitsgrad mache ich gleich mit. Nein, das wollte ich auch nicht. Daher. Schwierigkeitsgrad mache ich Mitte, aber ich stelle noch kurz was ein. Das hier. Okay. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder in der Operation Kavallerie. Haben wir doch gestern schon gemacht. Das Team besteht größtenteils aus Kampfpanzern, davon drei Stück von den Russen, zwei sind T-72er und einer ist T-72A, der andere Kampfpanzer ist der Leopard 1A5 und dann ich als Leichtpanzer, Begleitpanzer 57. So. Ja, ich glaube, die Mission wissen wir noch auswendig, was wir zu tun haben. Und ich bin der Einzige, der die Hauptfarbe Wüste hat. Das Internet. Also ich kann den Leuten, den Typen da eigentlich nur noch raten, bei mir die Glasfaser verlegen sein. Die sollten sich mal höllisch beeilen, weil das ist eine ziemliche Unverschämtheit, dass die erstmal sagen, wir machen das noch Ende, noch Anfang 2017. Wir sind jetzt im April. Also Anfang 2017 ist da eigentlich keine Rede mehr. Und dass sie es jetzt so dreist dann auf Juli verschieben. Nur weil die Arbeiter da so Scheiße gebaut haben. Ich weiß nicht, ob ihr da auf den aktuellsten Stand seid, aber die haben da die Straßen, die sie da aufgerissen haben und wieder zugemacht haben, das war am Ende nur noch Scheiße. Da haben die richtige Schäden an Autos, die da entlang gefahren sind, verursacht. Mussten die noch mal reparieren, aber nee, nichts da. Die Arbeiter hatten dann erstmal lange Winterurlaub bis Ende März. Schön, ja, also
die sind auch nicht mehr lange, die sind nicht lange wieder am Arbeiten. Ja, und das ist richtig unverschämt, was die da hatten. Also irgendwie auch habe ich auch das Gefühl, die haben uns da ein bisschen verarscht. Als ob die uns schon mal ein kleines bisschen Aprilscherz verschicken wollen. So, ihr seid zwar T72er, aber trotzdem könnt ihr mal auch uns. Frederik, ruhig. Ruhig. Wusa. Wusa. Ohne Scheiß, das wirkt. Das wirkt. Das, was aus Bad Boys da, was sie gesagt haben, Achtung, Spoiler, falls jemand, auch wenn die Filme eigentlich schon älter sind, auch, da haben die ja auch die Wusa. Das soll wirklich beruhigen. Das beruhigt mich. Also, da fahre ich ein kleines bisschen. Klappt nicht immer. Wie zum Beispiel wahrscheinlich heute. Also. Kurz davor richtig durchzudrücken. Aber ernsthaft durchzudrücken. Dann wird jemand am Ende leiden. Und wahrscheinlich bin ich es und mein Laptop. Weil ich dann anfange auf mein Laptop einzuschlagen. Weil dieses verdammte Internet immer noch so scheiße ist. Weil hier gerade zur Zeit auch vom Spiel her, Amorous Warfare her mäßig, nichts läuft. Also dieses kleinste Ruckeln schon bringt mich auf die Palme. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund haben die hier die Anzahl von feindlichen Fahrzeugen bei den PvE-Missionen drastisch erhöht. Ich fand die vorige Anzahl richtig angemessen. Oder da sollten die, wenn dann schon eher mal auch wirklich auf den Schwierigkeitsgrad die Anzahl der feindlichen Fahrzeuge auch anpassen. Selbst bei Schwierigkeitsgrad leicht sind sie so ziemlich eine richtige Armee mäßig. Also da kämpft man schon fast gegen eine feindliche Division. Naja, ist jetzt übertrieben. Ist jetzt übertrieben. Nur, man kämpft dagegen unnötig viele Gegner. Und ich finde, das sollte man eigentlich den Schwierigkeitsgrad wirklich anpassen. Das ist wirklich schwer. Ziemlich viele feindliche Fahrzeuge. Jetzt nicht so starke, aber viele feindliche Fahrzeuge hervorruft. Warum spielt mein Internet? Ziel identifiziert. Also wem ich da wirklich ziemlich blöd daherkomme, tut mir leid, ja, weil ich tue nicht auf Friede, Freude, Eierkuchen, so einer bin ich nicht. Wenn ich scheiße gelaunt bin, dann lasse ich es auch raus. Solltet ihr aber auch von mir aus kennen. Ich bin kein Schauspieler, der nur eine gute Miene, gute Laune vortäuscht und am Ende eigentlich richtig trist gelaunt ist. Mach ich nicht. Ich halte mich jetzt nicht nur im Spiel hier. Nein, allgemein. Ich versuche. Ihr seht's doch! Das ist scheiße!
Internet! Mann, ey, wenn die dann echt nicht. Boah! Vor allem, wie lange ist das schon her, dass die es geplant haben? Da war ich noch bei der Bundeswehr. Da war ich mitten in der Bundeswehr, mitten drin. Hatte ich meine Grundausbildung fertig. Und da kam das schon. Ich war sogar in der Grundausbildung, da war es geplant. Und die sind immer noch nicht fertig. Mit der Ecke hier. Was soll das? Was soll das wirklich? Wo leben wir hier? Wenn ich bedenke, dass ich mal so einen Bericht gelesen habe, dass da in Japan... Gut, GG. Bist gleich in der Garage, da bespreche ich mich mal komplett. Da lass mich raus, also bis gleich in der Garage. So, da sind wir in der Garage. Zurück in der Garage. Ich habe zwar überlebt, sollte mich glücklich schätzen, tue es aber nicht, da ich eben auch wirklich mich sowas von abkotze. Das ist allgemein irgendwie, finde ich, das Deutschland wird nur bescheuert. Ich glaube, ich werde dazu mal extra mal so ein extra Video, ja, das der Kampf mit den Schieftern, den ich am Anfang erwähnt habe, verloren. Habe ich mir am Ende auch nur gedacht. Wo leben wir hier wirklich? Also, ist das wirklich noch Deutschland? Und ich sag, ich will jetzt nicht als Rassist rüberkommen, ja? Also, nur, wenn ich da lese, so ein Bericht, in Japan hat sich mitten in der Stadt, in der auf einer Straße, hat sich ein scheiß verfickt großes Loch offen getan. 2 Tage haben sie gebraucht, um das fertig zu bauen. Mit Versicherung und all den Dingern. Weil da ziehen die Japaner uns wirklich... ziehen die wirklich mit uns so langsam gleich, dass die auch wirklich mit die Arbeiter mit auch versichern und so weiter, ne? 2 Tage haben die dafür gebraucht. Bei uns da hätten die noch 2 Monate gebraucht. Das ist jetzt wirklich scheiße. Also, oh, da rieche ich mich echt drüber auf. Vor allem, wenn ich dann wirklich, ich laufe wirklich alle 2 Tage. Gestern bin ich daran vorbeigelaufen. Ich sehe die Baustelle jetzt nicht mehr, aber ich weiß jetzt auch nicht, woran die jetzt arbeiten. Ne? Ich kann es jetzt nicht mehr weiter mitverfolgen, wo die jetzt sind. Ich denke aber, irgendwo da hinten auf dem Feld sind sie. Irgendwie da hinten beim Kindergarten auf dem Feld sind die jetzt da machen. Wollen da eine Verbindung zwischen dem Dorf Speck, und wo ich wohne, und dem Dorf Helpenstein, was ein Nachbardorf ist, was auch nicht allzu weit ist. Da sind die eigentlich auch schon arschlange dran. Also, was soll das für ein Scheiß, ernsthaft? Nee, das... schreibt mal bitte, oh, was, wie seht ihr das? Ist das wirklich noch wirklich akzeptabel? Sollen wir wirklich das noch so hinnehmen? Das ist wirklich so eine... Gut, das ist jetzt wirklich eine Sache... Hier sind, die machen da wirklich das ganze Niederrheinland, also hier, da sind die jetzt von Holland sind sie ausgekommen und sind das jetzt, also soweit ich weiß, ich bin da jetzt nicht 100% up to date, was das alles angeht, aber was ich da weiß, ist eben, dass die eben schon lange es planen, die, wie gesagt, ich war da noch in der Grundausbildung. Das war Mittelgrundausbildung, da haben die, da kam das wirklich, ja, wir kriegen Glasfaser, da kam mein Vater an, die sind hier, sind am Machen, wollen auch stimmen über Facebook, hat auch alles bei uns geklappt. Und, boah, das ist so beschissen. Ja, ich, also... Ich werde da, glaube ich, nochmal extra Video dazu machen. Wie ich das wirklich da mit Deutschland so sehe. Nicht denken, dass ich ein Rassist bin. Nee. Also ich toleriere hier wirklich jeden, solange er sich auch wirklich an unseren Gesetzen hält. Toleriere ich wirklich jeden, egal was für eine Religion, was für eine Hautfarbe oder was für eine Lebensart er hat. Hauptsache, er lässt auch andere so leben, wie sie wollen, oder lässt auch andere ihr Leben leben und hält sich an den Gesetzen, ne? Na gut. Dann Entschuldigung für den Ausraster, wenn man das Ausraster nennen kann. Ich glaube noch nicht.
Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und dass ihr die Geduld wieder aufgebracht habt, mir zuzuschauen. Abonniert mich. Das mit den 30 Abonnenten Special steht immer noch. Es wird auch erst so lange stehen, bis entweder ich sterbe oder es mit den 30 Abonnenten endlich mal klappt. Also es hängt von euch ab. Das predige ich euch wirklich jetzt in jedem Video ein. Überredet eure Freunde, eure Kollegen, eure Nachbarn, eure Verwandten, eure Bekannten und all die, auch diejenigen, die sich mal nicht für Panzer interessieren, könnt ihr jetzt auch mal sagen, hey, der möchte aber mal ein 30 Abonnenten-Special machen und ich will es mal sehen, also bitte abonniert ihn mal, damit er sowas machen kann, damit er sich da mal Fragen zur Antwort stellt oder damit er irgendwie so eine peinliche Scheiße abzieht, worüber man auch mal lachen kann, ne? Also ihr könnt dann natürlich auch Vorschläge machen, was ich da machen soll bei so einem 30 Abonnenten-Special, ne? Also, bitte, bitte! Und dann, wenn das wirklich klappt, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder ein Panzervideo sehen wollt, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und dann sehen wir uns dort auch. Bis dahin, bleibt gesund und regt euch nicht so auf, wie ich das heute getan habe, weil das ist nicht gesund. Nicht so in dem Maße, wie ich es oft mache. Also bis dann, ciao.